So, Freunde, willkommen zu dem letzten Part von Mario Kart 64. Diesmal geben wir den Special Cup an. Und das ist übrigens hier eine zweite Aufnahme, weil die erste Aufnahme technisch einfach zum Kotzen war. Also hier, zweite Aufnahme und so. Und deswegen bin ich noch ein bisschen verpeilt, weil ich so aggro war. Warum hat es nicht geklappt, die anderen Parts? Ich habe das übrigens in einem Stück aufgenommen, deswegen wundert es mich selber ein bisschen, dass es da nicht so technisch auf einmal nicht mehr so rund lief. Aber egal, zweite Aufnahme dann halt, ist ja auch scheißegal normal. Und jetzt kommen wir erstmal zum Special Cup. Der heißt Special Cup, weil jede Runde hier was Eigenes hat, was, ja, was im Grunde keine Strecke sonst in diesem Spiel hat. Und was hier speziell ist an dieser Strecke, ist, dass wir, sobald wir die Strecke verlassen, wir mit Kokosnüssen beworfen werden. Hier, so. Also ungefähr. Und von manchen drehen wir uns auch. Von denen wir wieder zurück auf die Strecke gebracht werden. Das kann man jetzt entweder als Hilfe oder als Behinderung ansehen. So, wie man will. Ich sehe es mir als Hilfe an, aber okay. Ich kenne auch genug Leute, die sagen, das ist voll scheiße. Weil mich das irgendwie bei Abkürzen behindert oder so. Aber okay. Jedem das seine, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall driften wir jetzt erstmal hier hoch, um Bowser zu erwischen. Ah, schade, hat nicht geklappt. Aber wir überholen ihn jetzt im Flug, weil er zu weit nach rechts geflogen ist. Und er dreht sich eine Runde. Yay! Okay, erster Platz. Yay! Was ich jetzt noch selber rauskriegen möchte, ist, werden meine Panzer davon auch betroffen? Wenn er eine Kokosnuss? Nee. Okay. Das war jetzt ein Experiment, das mich den ersten Platz gekostet hat, aber ist nicht so schlimm. Und den Pilz hätte ich mir aufheben sollen, ich Idiot. Verdammt. Fahrt dran vorbei. Danke. Schön. Mein Herrn. So, jetzt sind wir natürlich wieder nur Vierter, wegen meiner Heldentat jetzt. Aber wir können hier hochdriften und auf den zweiten Platz suchen. Ey. Oh Gott. Toad, ey. Erschreckt mich nicht nochmal so. So, Yoshi ist jetzt weit voraus. Ich glaube nicht, dass ich den nochmal einhole, aber Toad wird doch zu holen sein. Und Donkey Kong rückt mir hier auf die Pelle. Na toll. Oder krieg ich Yoshi noch einen? Hm. Vielleicht wenn... Oh, was ist denn da passiert? Hat auf einmal angehalten, weil er nicht ist? Oder wie ist... Wie kann ich mir das vorstellen? Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder an Yoshi dran. Wie ist das denn passiert? Naja, egal, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal auf dem ersten Platz und haben so viel Schutz, dass uns da eigentlich keiner mehr was kann. Aber sowas habe ich schon öfter gesagt und dann voll auf die Fresse bekommen. Also driften wir jetzt hier nochmal stylisch hoch und beenden das Rennen. Yay, erster Platz. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Aber okay. Von sowas lasse ich mich immer gerne überraschen. Okay, jetzt der aktuelle Punktestand. Wer hätte es gedacht? Ich bin auf 1, OMG, rollolol, und hast du nicht gesehen. Und wir kommen zu Yoshi's Valley. Eine Strecke, die noch spezieller ist, wer hätte das gedacht? Eigentlich die speziellste Strecke in diesem Cup. Einfach aus dem simplen Grund, es gibt keinen vorgeschriebenen Weg, es gibt nur einen vorgeschriebenen Start und ein vorgeschriebenes Ziel. Den Rest kann man sich aussuchen, wie man da unten auch auf der Karte sieht. Und die Platzierungen sind ausgeschaltet, wenn ihr mal nach links guckt. Das heißt, man weiß nie so genau, auf welchem Platz man sich gerade befindet, was sich auch auf die Items auch in den Items bemerkbar macht, weil man kriegt ja meistens nur gute Items, egal auf welchem Platz man sich befindet. Weil das Spiel ja nicht erkennen kann, auf welchem Platz man sich gerade befindet. Das ist auch immer sehr lustig, wenn dann der offensichtlich Erster ist, dann auch wenn man Blitz bekommt, der offensichtlich am Letzten ist, auf einmal eine Banane. Das ist immer ein bisschen seltsam, aber okay. Wir hauen jetzt erstmal hier Bowser zu Klump und erhalten kein Item, weil uns Bowser das wegnimmt. Ja, wundert euch nicht, dass ich jetzt hier nicht besonders unterschiedliche Wege nehme, weil ich hier meine spezielle Route habe. Weil die anderen kann ich irgendwie nicht. Aber egal, wir setzen jetzt erstmal einen Pilz ein. Und der erste, wer auch immer es ist, ich glaube es ist Wario, ist jetzt ziemlich weit voraus. Wird aber vom Ei aufgehalten, wenn ihr mal auf die Karte guckt. Das finde ich gut. Bowser, geh weg. Haha, you failed. Okay, jetzt habe ich natürlich mal wieder kein Item bekommen. Deswegen muss ich jetzt hoffen, dass der
erst irgendwie an was stecken bleibt. Und dann kommt Yoshi. Hallo Yoshi, was geht ab? Warum überholst du mich? Man weiß. Egal. Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein halbwegs vernünftiges. Natürlich nicht. Oh, ist es tatsächlich Wario auf 1? Und warum auch immer er jetzt auf einmal vor uns auftaucht, er hat wahrscheinlich eine etwas seltsame Route genommen. Und ich treffe ihn mit dem Panzer. Yes! Yes, 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 yes. So, jetzt muss ich noch ins Ziel kommen. Nur noch ins Ziel, ohne dass Bowser mich überholt. Hallo Yoshi. Was geht denn hier? Ah, komm schon. Boah! Extremer Spitzenzweit. Aber zum Glück habe ich noch einen Pilz. Und damit kann ich mich voll absetzen. Komm schon. Nein, Yoshi. Oh, gut, 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 gut. Komm schon, erster. Yes! Boah! Nein, was? 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 Ich war auf 1. Sheet Hex. Mann, ich war noch im Ziel. Als erster stand da, Mann. Was für eine Verarsche, Mann. Ich war auf 1. Bowser, der alte Hacker. Das geht doch nicht. Mann. Ihr habt's alle gesehen. Ich war im Ziel statt auf 1 in der Rangliste und auf einmal denkt sich Bowser, nö. Ich bin jetzt einfach mal auf 1, weil ich's kann. Was soll das denn? Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zur dritten Stage. Ich habe noch nie ganz verstanden, was an dieser Strecke so special sein soll. Es sei denn, man mag diese grafischen Effekte jetzt, wie zum Beispiel diese Geister hier, als special. Ich könnte mich alle mal. Außer man mag jetzt diese grafischen Effekte, wie die Geister hier als special betrachten, aber ich tue es nicht so ganz, weil für mich war der Special Cup immer so, ja, da muss eigentlich fahrerisch was speziell sein. Und das sind irgendwie Grafikeffekte nicht. Aber egal. Wir holen uns jetzt erstmal unser Item, was hoffentlich irgendwie ein Goldblitz oder ein Blitz. Blitz ist auch gut. Was auch ziemlich gut zu dieser Stage passt, finde ich irgendwie. Und Goldblitz. Und nach links und nach rechts. Hallo Donkey Kong? War der nicht gerade auch mit vorne? Naja, egal. So, okay, die anderen fällen hier mal ein paar Items und so. Und noch ein Blitz. Yay! Und Peach direkt mal plattfahren. Yay! So, jetzt müsste ich auch gleich Bowser und Yoshi begegnen. Oh, verdammt. Oh, nein. So, danke. So, wir erhalten Pilze. Dritten. Boah, epischer Drift. Und Gas. Und noch mehr Gas. Und hallo Yoshi. Jetzt ist Bowser offensichtlich auf 1, ja. Wenn man nochmal in die Rangliste guckt. Boah, ich dachte schon, Yoshi wirft mich jetzt darunter, ey. Das wär's ja jetzt noch gewesen. So, wir schießen einen roten Panzer. Ah, wie auch immer ein roter Panzer an einem Geist abprallen kann. Naja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Bowser einholen. So. Oh nein. Nein, Yoshi, nein. Komm schon, wenigstens Yoshi muss ich doch noch kriegen. Oh gut, Banane. Abgewehrt. Und ja, komm. Schieß. Yes. Noch auf den zweiten gekommen. Yes. Okay, das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Okay, sonst hätte ich jetzt gleich auf mein Glück hoffen müssen und darauf hätte ich nicht so Bock gehabt. Okay, Bowser aber 4 Sekunden vor uns. Das ist hart. Und jetzt kommt es wirklich im letzten Rennen drauf an. Jetzt kommt wenigstens noch mal ein bisschen Spannung auf. Und hier haben wir die letzte Strecke in diesem Spiel, in diesem Let's Play, in diesem Cup und in diesem Jahrhundert. Nee, nicht wirklich. Egal. Auf jeden Fall geht es hier um die. Handelt es sich um die längste Strecke in diesem Spiel. Ich glaube auch mit einer der längsten Strecken in Mario Kart spielen. Und was hier auch noch speziell an dieser Strecke ist, sind diese Kettenhunde. Die kommen nämlich entgegen der Fahrtrichtung auf euch zu und sind homing. Also quasi sie kommen direkt auf euch zu. Nee. Zitat aus South Park übrigens, wer es immer noch nicht gerafft hat. Ja, also auf jeden Fall steuern sie auf euch zu, sobald sie euch sehen.
Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier nochmal Bowser eingeholt kriege. Weil, wenn wir vor dem sind, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, Yoshi spielt schon gar keine Rolle mehr beim ersten Platz. Weil ich habe auch gerade nicht darauf geachtet, wo Yoshi steht oder wie viele Punkte der hat. Und er verschwindet einfach mal. Er sagt sich, ich bin auf einmal nicht mehr da. Ja. Und jetzt nimmt er mir auch noch das Item weg. Ja, geil. Was mir aber gerade auffällt, ich bin ein wenig schneller als die anderen beiden, oder? Ah, okay, ich nehme es zurück. Oder gibt es hier so eine Einholmechanik, dass sobald ich hinter irgendwelchen platziere, also hinter dem ersten und zweiten bin, dass ich auf einmal schneller bin als die. Das kennt man ja auch aus diversen Rennspielen. Keine Ahnung, wie das zu erklären ist, aber es müsste mal echt so ein Spiel geben, das versucht, so alle Mysterien aus dem wie allen anderen Videospielen zu erklären. Das wäre doch mal was. So, kennt nun. Oh, der ignoriert uns auf einmal. Warum auch immer. Ich bin wahrscheinlich zu rot für ihn. Der denkt sich so, nee, rote kann man nicht anfallen, die sind zu cool, um sie anzufallen. Und jetzt springe ich episch über diesen Kettenhund rüber. Yay! Und drüber gejumpt. Und da ist auf einmal Yoshi. Hallo, du nimmst nicht meinen Windschatten mit. Ja, guck mal, sobald er mich überholt, bin ich schneller. Und wenn ich ihn dann überholt habe, ist er schneller. Hallo, Kettenhund. Stern, yay! Auf dem dritten Platz. Boah, alle abräumen. Ja. Yay! Sternpower, FTW. Okay, wir kriegen nur ein Item. Und zwar dum 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 eine verkehrt rumme Box. Oh yeah. Die liegen einfach dahin, weil sie auf Regenbogen getarnt ist. Oh yeah. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt irgendeinen Effekt haben wird. Also keinen wichtigen für mich. Aber ich habe mit meinem. Ja gut, mit was habe ich jetzt getroffen? Mit meinem Panzer oder mit meiner Box? Naja, egal. Das wäre mal auch so interessant, wenn man mal irgendwie ein neues Mario Kart entwickelt oder so. Dass nicht nur ein Sound kommt, wenn man irgendwas trifft, sondern mit wem man, also wen man getroffen hat und mit was so eine Einblendung kommt. Das wäre noch auch mal was. So. Also wenn das Mario Kart im nächsten Mario Kart vorkommt, ne, ich hab's heute gesagt. Aber egal. Auf jeden Fall kommt uns jetzt Bowser wieder gefährlich nahe und wirft mit Bananenpunsch. Yay. Awesome. Naja. Wir haben eine grüne Schelle und warten, dass Bowser jetzt wieder um die Ecke kommt, damit wir ihn damit ein wenig ärgern können. Und das war ziemlich knapp. Na komm schon. Ich weiß, dass du direkt hinter mir bist. Bäm. So. Und da ist er wieder, richtig? Und da kommt auf einmal eine Banane aus dem Nichts. Hallo, Banane aus dem Nichts. Und wow, Kettenhund. Und hallo, Yoshi. Damn, jetzt kommt noch ein Yoshi und will mich ärgern. Und ist wahrscheinlich auch gleich tot. Weil wenn man auf die Karte schaut, dann. Oh, ich klaue eine Banane. Wow, das hat sich gelohnt. Ich bin beeindruckt. Übrigens gibt es hier noch, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Hier gibt es einen Bug, dass wenn man hier bei dieser großen Rampe nach unten springt, wenn man es richtig anstellt, wird man hinter das Ziel zurückgesetzt. Man kann nochmal durchs Ziel fahren und das wird als ganze Runde gewertet. Da gibt es bestimmt ein paar Videos auf YouTube. Das habe ich mal irgendwie im Multiplayer rausgekriegt, wo wir 4 Leute waren und dann bin ich einfach mal aus Frust runtergesprungen und war auf einmal Erster. Das war ziemlich lustig. Aber okay, genug davon. Wir wollen ja jetzt erstmal gewinnen. Da ist meine Verkehrung Box, das heißt, ich habe wirklich mit meiner Schelle getroffen. Das ist gut zu wissen. Warum auch immer. Das ist eigentlich vollkommen sinnlos, aber egal. Wir erhalten einen Pilz auf dem ersten Platz. Das müsste mal in der modernen Mario Kart so sein, echt. Ich finde die Itemverteilung hier wirklich noch besser als in den neuen Teilen. Deswegen finde ich, dass Nintendo das generell mal überdenken sollte, ob man das nicht mal wieder zurücksetzt, so wie damals. Also so wie hier. Dass auch wirklich mal die ersten und zwei Platzierten nochmal vernünftige Items bekommen. Und dann kommt Bowser. Jawohl, er wird getroffen. Das ist super. Und ich kriege 3 Pilze auf dem zweiten Platz. Ja, sowas will ich auch mal wieder in den modernen Teilen sehen. Wisst ihr? Dass es nicht darauf ankommt, auf welchem Platz man ist, dass die schlechtesten unterstützt werden, sondern dass es auch mal ein bisschen mit Glück zu tun hat, welches Item man bekommt. Ja. Das finde ich nämlich besser. Und wenn es dann unfair wird, ist es natürlich auch scheiße, aber dass die schlechtesten da immer belohnt werden, finde ich auch nicht unbedingt gut. So, jetzt hauen wir erstmal tot um. Und diese overuseden Bananen, ey, ich kann sie nicht mehr sehen. Ernsthaft. Und es gibt ja noch nicht mehr wie hier Bananen bündeln, sondern es sind ja nur einzelne Bananen. Das finde ich noch schlimmer.
Weil die Bananenbündel waren ja halbwegs cool. Oder heute sind es sogar nur noch drei Bananen oder so. Ich weiß es schon nicht mehr, weil ich mich gerade so sehr aufrege. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir den Cup als erster abgeschlossen. Das ist gut. Oh, das ist ziemlich knapp. Guck mal hier. Auf die Zeiten, ey. Toad wäre fast noch vor uns gekommen. Und Toad hat nicht einen Punkt vor diesem Rennen gehabt. Wow. Wow. Dabei war der doch immer vorne dabei, oder nicht? Naja, egal. Auf jeden Fall war es das mit diesem Cup, mit diesem Rennen. Und jetzt kommen wir noch zur Siegerehrung. Yay, Siegerehrung. Woo. FDW und so. Naja, nicht wirklich. Ach ja. Und damit erhalten wir den Goldpokal des Special Cards. Oh yeah. Und wir gewinnen. Woo! Awesome! Und damit kommen wir zu den Credits, der hier komischerweise Stuff heißt. Aber egal, damit komme ich zu meinem Resümee. Oh yeah. Ja, Mario Kart 64, ein Spiel aus dem Jahre, oh Gott, 1996? Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie das Zeitfenster. Ich glaube, es war ein Launch-Titel für den N64, oder? Demnach müsste es eigentlich 1996. Auf jeden Fall ein wunderbares, wunderbares, wunderbares Stück Software. Viele sagen ja, ja, schwächstes Mario Kart aller Zeiten und hast du nicht gesehen, finde ich nicht. Ist auch nicht so, weil es ist ungefähr das zweitbeste Mario Kart auf dem Markt. Das Einzige, was da noch drüber kommt, ist wirklich Mario Kart DS. Das ist das allerallerbeste. Und danach kommen eben die ganzen Heimkonsolen-Dinger und ja. Das ist so ungefähr die Rangliste, wie ihr euch die in meinem Kopf vorstellen könnt. Auf jeden Fall. Was kann man noch dazu sagen? Beste Itemverteilung, die ich finde in Mario Kart. Und beste Streckendesign in Klammern, würde ich mal sagen. Weil es gibt auch so ein paar Strecken und so ein paar Abschnitte, ein paar Levels, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber okay. Vor allem Bowser's Castle finde ich super schlimm. Aber es gibt da auch so ein paar Vertreter in Mario Kart Wii zum Beispiel, die ich absolut schrecklich finde. Also, das ist, glaube ich, so ein Problem von Mario Kart generell. Dass es da einfach so ein paar Abschnitte gibt, wo es dann nur noch um Glück geht oder so, die dann einfach nicht mehr vertretbar sind. Aber okay. Naja, auf jeden Fall. Was habe ich heute mit meiner auf jeden Fall? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Was wollte ich nochmal sagen? Ich hab's vergessen. Juhu. Kurzzeitgedächtnis FDW. Ich hab's echt vergessen. Scheiße. Ja. Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Tö. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Endbild. Kann man die Credits überspringen? Nein, kann man natürlich nicht. Wir gucken uns jetzt die letzte Strecke mit einem Stern an. Yay! Stern. Wow. 3D-Stern. Er ist 3D. Naja, okay. Und was ich ziemlich interessant finde, dass das Donkey Kong 3D-Modell von Rare ist. Hat man gerade da unten gesehen. Und damit würde ich sagen, das ist das Ende. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und rein!